Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Dann wollen wir mal hier. Ich glaube, hier das Gespräch hatten wir noch nicht, ne? Mit der Joe Stoppard! Also von allen... Pearl Henderson, oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Wenn du so lange mit einem Verrückten wie Duane verheiratet bist wie ich, hörst du auf, an Zufälle zu glauben. Ich habe Pearl und Duane zuletzt auf der anderen Seite des Globus getroffen, in Syrien. Er ist Armee-Veteran, der vermutet, dass er für den CIA arbeitet, aber ganz sicher ist er nicht. Was? Bei ihr waren die geistigen Störungen nicht ganz so offensichtlich. Ich meine, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich ein Pärchen in Syrien getroffen habe, aber die Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Ist Duane auch hier? Ja, aber natürlich. Ich konnte ihn doch schlecht alleine zu Hause lassen. Seit Duane aus dem Krieg zurückgekommen ist, können wir es nicht mehr ertragen, voneinander getrennt zu sein. Und wo ist er dann jetzt? Wir reden nicht mehr miteinander. Was? Warum sprechen Sie nicht mehr mit Duane? Weil er ein alter, sauertöpfischer Spielverderber ist. Ich will unbedingt eine dieser alten Pyramiden besichtigen. Aber Duane sagt, er müsse in der Stadt bleiben. Stimmt. Und Sie wollen jetzt nicht alleine losziehen? Naja, was hat es denn für einen Zweck, in so eine alte Pyramide zu klettern, wenn niemand da ist, der mich dabei fotografiert? Verstehe ich. Arbeitet Duane immer noch für den CIA? Wenn ja, dann weiß er es nicht. Er ist ein sogenannter Schnarcher. Meinen Sie nicht einen Schläfer? Nein, das ist was anderes. Er dachte ja, er würde für Sie arbeiten, aber seine Psychotherapie hat ihn von diesem Glauben geheilt. Was er nur nicht weiß, ist, dass er jetzt wirklich für Sie arbeitet. Zumindest habe ich das so verstanden. Was? Was? Was bringt Sie nach Karamonte, Pearl? Dasselbe, was mich überall hinbringt. Der Markt. Sie sind 2000 Meilen gefahren, nur um shoppen zu gehen? Shopping ist meine Rolle in der Wirtschaft des großen göttlichen Plans, George. Okay. Was halten Sie von diesem Stein, Pearl? Oh, ist der hübsch. Was soll das da sein? Ein Kaninchen? Ich glaube eher, es ist ein Kojote. Na, auf jeden Fall ist er sehr niedlich. Erstaunlicherweise fragt sie mich nicht, wo sie einen kaufen kann. Was halten Sie hiervon, Pearl? Was für niedliche kleine Federn. Also wenn ich zwei davon hätte, geben die ein hübsches Paar Ohrringe ab. Dies hier ist nicht als frivole persönliche Verzierung gedacht, Pearl. Das ist ein Blasrohrpfeil, dessen Spitze ein schnell wirkendes, muskellähmendes Gift enthält. Verzeihung, da habe ich mich wohl geirrt, Honey. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation mit Pearl vergleichbar ist mit dem Aussenden von Signalen in den Weltraum. Wenn man lange genug wartet, bekommt man vielleicht eine intelligente Antwort, aber die Chance ist verdammt gering. Also wenn ich einfach irgendwelchen Leuten einen Blasrohrpfeil vorhalten würde, kämen die Antworten mit Sicherheit ähnlich absurd raus. Was halten Sie von dieser Statue, Pearl? Oh wei, das ist ja eine lebensgetreue Abbildung von Duanes Bruder Sheridan. Etwas weniger Körperbehaarung vielleicht, aber sonst ganz der Bruder. Okay. Schauen Sie mal, Pearl, ein Tequila-Wurm. Oh, komm mir mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Honey. Ich schwöre dir, ich schreie sonst wie ein Frosch auf einem heißen Teller. Ein Frosch auf einem heißen... Okay. Schauen Sie sich mal diesen Zeitungsausschnitt an, Pearl. Das müsstest du mir schon vorlesen, George. Ich habe meine Brille in einer schwulen Kneipe in Santa Barbara vergessen. Es geht um die totale Sonnenfinsternis, die in ein paar Wochen hier ansteht. Man sollte doch annehmen, dass eine die eigene Regierung vor sowas warnen könnte, oder? Das ist nicht gefährlich oder so. Offenbar ist der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu beobachten, genau hier in Karamonte. Nein, sowas. Sie scheint nicht im geringsten interessiert. Wir sehen uns noch, Pearl. Gut, wir können zur Polizei reingehen. Wir können da irgendwo lang gehen. Hier hinten war die Ziege, das Ding. Hier oben ist nichts zum Anklicken, ne? Nein. Oh doch, wir können da irgendwie rein, anscheinend. Okay, mal gucken. Ah, hey, Nico. Anscheinend. Ah, okay. Das machen wir dann nicht alleine. Und was wollen wir da jetzt gerade? Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia.
Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobbart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Okay. Wir sind gerade degradiert worden? Bin mir nicht sicher. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Können Sie mir etwas über das Grubenunglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts, in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Was? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein, gemeißelt von einem Maya-Priester. Stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Ja, das können wir bestätigen, dass viele das für ein böses Omen halten. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Wir können wirklich das Ding anklicken und dir zeigen. Okay, das machen wir als letztes. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Okay. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Können wir noch mit dem Sekretär reden? Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in drei verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Ja, okay. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Okay, dann haben wir noch die drei Typen hier. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Merkwürdige Stimme. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senor. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Das klingt lustig, ehrlich gesagt. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke.
Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Okay. Ja klar, gehen wir einfach mal vorbei und öffnen mal den Schrank hinter ihr. Da hat die bestimmt nichts dagegen. Bleiben Sie da weg! Genau. Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Jetzt bin ich da unbedingt dran. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Klar, die schmecken prima. Was? Haben wir? Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Ja, schätze, das könnte schon sein. Woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Woher weiß sie das? Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schleppst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, es gab keinen sinnvollen Grund, den Tequila am Anfang des Spiels zu trinken, oder? Gab es eigentlich keinen Grund für. Ich weiß nicht, was das ausgelöst haben sollte, um uns zu helfen. Es sei denn, wir haben damit irgendwie Mut uns angetrunken oder so, aber das wirkte nicht danach. Und den Wurm haben wir nur, weil wir den Tequila getrunken haben. Wenn es tatsächlich einfach nur eine nette Szene war, dass man den Tequila trinken konnte, dann hat man den Wurm nur dabei als Joke. Und dann werden wir diesen Wurm niemals brauchen. Ich bin mal gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen ihn wirklich nie. Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis. Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Aubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein. Ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. Okay, ein paar Informationen haben wir hier bekommen. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich raste total aus. Sie geht voraus und wir hinterher. Okay. Dann hätten wir. Mal gehen wir erstmal zur Polizeistation rein. Policia. Wie auch immer es wirklich ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Spanisch. Aber sie kommt mit. Ich habe getan, was man mir aufgetragen hat, Professor. Ist das Aubier? Nachdem die Mine geschlossen ist, gibt es niemanden mehr in der Gegend, der ihre Ausgrabungen beobachten könnte. Ich habe Besuch. Denken Sie nur daran, was ich Ihnen gesagt habe, General. Es gibt keinen Grund, den Mann zum Märtyrer zu machen. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Senor. Willkommen in Caramonte. Danke. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin aus Kalifornien. Aber was haben wir denn da? Einen Engel, der auf die Erde herabgestiegen ist? Nicole Collard. Enchanté, mon général. Verzeihen Sie mir, Senorita, aber ich konnte nicht anders. Hören Sie, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Da sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse, Senor. Fremdenverkehrsbüro, General Graziento, zu Ihren Diensten. Wow, mit dem können wir aber über eine Menge reden. Ähm.
Ich denke, das war tatsächlich Aubier. Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, als wir gekommen sind? Professor Aubier, ein Gast unseres Landes, Senor. Genau wie Sie. Haben Sie gerade Aubier gesagt? Sie, Senor. Professor Aubier, ein französischer Archäologe. Okay, das heißt, Aubier hat tatsächlich diese Sprengung veranlasst? Also diese Sabotage der Mine, das ist ja ganz schön krass eigentlich. Wow. Dieses Grinsen, ey. Das sieht hier schon richtig übel aus, aber in der Originalfigur hier unten sieht das ja so creepy aus. Ist das hier das Fremdenverkehrsbüro? Draußen auf dem Schild steht doch Polizei. Es ist beides, Senor. Ich bin ein vielseitiger Mann. Das sehe ich, General. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Karsak gehört? Nein, nein, von dem habe ich noch nie gehört. Aber als seine Firma Sachen abgeholt hat, haben die Soldaten wahrscheinlich, also wird hier ja so also eine Mischung wahrscheinlich sein, den Doc beschützt. Also, Ich habe gehört, es gab vor ein paar Monaten einen Unfall in der Mine. Das stimmt. Dabei wurden viele Männer getötet, stimmt's? Ein paar. 30? Poh, kaum 1% der arbeitenden Bevölkerung. 1% der arbeitenden Bevölkerung wäre richtig übelst viel. Hallo? Stimmt es, dass die Musik in Caramonte gewissen Beschränkungen unterliegt? Ja, allerdings. Eine Notstandsregelung eingeführt von Nuestra Señora. Folkloremusik ist für einige dieser Menschen ein Bindeglied zur Vergangenheit. Wenn sie ihnen ihre musikalischen Wurzeln abhacken, was bleibt ihnen dann noch? Easy Listening. Glauben Sie wirklich, Easy Listening könnte ein jahrhundertealtes musikalisches Erbe ersetzen? Warum denn nicht? Hat doch in Ihrem Land auch geklappt. Okay. Gibt es in der Nähe der Stadt irgendwelche Ruinen? Aber natürlich, Senor. Caramonte hat alles zu bieten. Ein Freund von mir möchte gerne eine dieser historischen Fundstätten besuchen. Rinaldo wird sie mit Vergnügen herumführen, nachdem er den Papierkram für heute erledigt hat, selbstverständlich. Der sieht irgendwie nicht mehr so happy aus, kann das sein? Was macht Aubier in Caramonte? Er erforscht unsere vielfältige und glorreiche Vergangenheit, Senor. Der Professor plant eine Expedition zu einigen Maya-Ruinen. Er kam zu mir wegen einer Ausgrabungserlaubnis. Mhm, so klang das auch. Möchten Sie vielleicht einen Keks? Wollen Sie mich etwa bestechen? Jeder Mann hat seinen Preis. Aber meiner ist höher als ein Hundekuchen, Senor Stobbart. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist eine eingeborene Schnitzerei, stimmt's? Wo haben Sie das her? Haben wir auf dem Markt gekauft, als Souvenir. Wir machen das jetzt. Schauen Sie sich doch bitte mal dieses Etikett an. Si, Senor. Condor Transglobal. Können Sie mir sagen, wo ich deren Büro finde? Nein, Senor. Ich habe noch nie von denen gehört. Und Rinaldo auch nicht. Die Dame von der Bergbaugesellschaft meinte, vor kurzem sei ein Schiff von Condor hier gewesen. Concha Garcia spinnt. Wenn ein Schiff hier gewesen wäre, glauben Sie wirklich, ich hätte das nicht gemerkt. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie noch nie etwas von Condor gehört haben? Oh ja. Die Firma ist aber hier in Caramonte City registriert. Sie irren sich, Senorita. Die Musiker draußen auf dem Marktplatz sagen, dass vor kurzem ein Schiff hier gelegen hat, das unter der Condor-Flagge fuhr. Das sind einfache Bauern. Die würden Ihnen alles erzählen, was Sie hören wollen, um Ihnen Ihr Geld abzuluxen. Wissen Sie irgendwas über die bevorstehende Sonnenfinsternis, General? Solche Sachen interessieren mich nicht, Senor. Okay, nochmal nach Condor fragen. Condor gehört doch Karsak, stimmt's? Schon wieder falsch, Senor. Karsak hat nichts zu tun mit irgendwas namens Condor, wer auch immer das sein mag. Haben Sie Unterlagen über die Firmen, die in Caramonte registriert sind? Selbstverständlich, Senorita. Unglücklicherweise wurden alle Akten bei einer Springflut vernichtet. Was halten Sie von diesem Stück Stoff? Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Ich sage Ihnen doch, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Bekomme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gar nichts erzählt. Ich komme wieder. Er will es halt wirklich haben. Oh mein Gott. Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, solange der General da rumsitzt. Ja, dann würde ich sagen, enden wir hier einfach mal heute. Eine sonnige Verabschiedung von mir auch, Sunny.
Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.